Moin und herzlich willkommen hier zurück zur Astro-Kolonie. Ja, ich habe uns hier mal in Position gebracht mit der Ansicht des schönen Stargates. Ja, okay, noch nicht fertig und auch nur Zufall. Ich habe das hier mal vorbereitet. Ich habe einen Planetoiden abgekoppelt. Da waren nur noch die Standardressourcen drauf. Die brauchen wir nicht. Und ich habe uns jetzt da so ein bisschen... Ja, also ich habe die Bohrplattform. Ich wollte die jetzt nicht noch wieder abbauen. Oh, das geht aber zügiger hier. Darum habe ich jetzt hier mal einfach eine Dings gebaut. Eine Schleuse einfach. So, kann ich dich schon ankoppeln? Wir werden hier höchstwahrscheinlich zwar... Nein, noch nicht. Ah, es kann sein. Wartet mal. Ah, es ist die fortschrittliche Dockingstation und das ist nur die Standard. Passt mal auf, dann machen wir auch... Ja, dann pass auf, dann machen wir es gleich ganz anders. Und hauen. Mal ein bisschen länger das Ganze. Ich meine, wenn wir eins haben, sind das Eisenplatten, ne? Stahlplatten. Ne, Eisenplatten. So, könntest du bitte einfach... So, danke. Okay. So. Dann nehmen wir, wie gesagt, die fortschrittliche. So, andocken. Hopp, so. Natürlich fangen die dann auch gleich an. Wir brauchen ja Uran. So. Tada. Uran und Uran und Uran und jetzt habe ich den Fall. War das Uran oder was Gold? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht, dass ich hier einen falschen genommen habe, ne? Nein, alles klar. So, und jetzt müssen wir ja, jetzt ist natürlich blöd. Mhm. Blöd in Anführungsstrichen. Ich werde jetzt einfach, weil wir die Möglichkeiten haben, das umdrehen. Und einfach hier mal so durchfraggeln. Da kenne ich denn ja nur nichts. Da musst du schon rauf. Ja, vielleicht hättest du denn wenigstens ein bisschen so ein kleines bisschen. Okay, bei welchem wäre das? Hier bei dem. Das war schon ganz so weit ganz korrekt. Kann ich da einmal... Danke. So. Ja, genau die falsche Richtung, aber ist nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Also wie gesagt, wir können hier... Ich hätte es ja auch anders machen können, ne? Wisst ihr, aber machen wir einfach mal... Machen wir einfach mal so... Nach gut dünken. Das möchte ich jetzt so nicht. Ein bisschen sollte das ja schon passen. Ich meine, das wird durchlaufen. Davon mal abgesehen, ohne Scheiß. Würde durchlaufen. Aber das will ich ja noch nicht. Ein bisschen sollte das ja doch schon... Wo muss ich denn überhaupt hin? Du bist ja schon gar nicht so falsch.
So, pass auf, du bist gar nicht so falsch. Du musst jetzt nur so und dann musst du nochmal hoch. So, und dann hier nochmal so runter. Da ran. So, und dann lüpft das auch. Hauptsache, wir kriegen jetzt unser Uran und Hauptsache, ich muss hier mal ein bisschen Holz wegmachen. Dass ich hier mal was sehe. Wenn ich nichts sehe, ist immer blöd. Noch ein. Okay, okay, okay. Ja. Da musst du dann so tun und den einmal drehen. So, ja, das ist jetzt echt hingeklöppelt, ne, Leute? Also da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist jetzt total völlig lieblos. Aber wir brauchen Uran. Und zwar nicht zu knapp. So, schaut. Hier ist ja unsere... Ich weiß jetzt gar nicht, ich will jetzt mal sehen. Jetzt habe ich jetzt eigentlich keinen Turbo-Modus mehr an. Ja. Und das läuft jetzt warum nicht weiter? Warum läufst du nicht weiter? Ich habe doch alles gemacht, was du wolltest. Mal gucken. Ah, kann sein, dass das... Oder das ist, weil... Eigentlich nicht, oder? Na, war nur so ein kleines Fehler-Dingsbums. Habt ihr gerade auch gesehen, dass... Lasst mich raten, das Sauerstoffproblem. Also ich weiß auf jeden Fall, in der nächsten Season wird das Sauerstoffding ausgemacht. Ich sag's, wie es ist. Weil es ist sowieso total überflüssig. So. Okay. Okay. Gut, ja, dann möchte ich ja noch einmal, ich schmeiß mal hier was rein zum Ausprobieren, tatsächlich. Und zwar habe ich ein paar Bäumchen gepflanzt. Oh, warte mal, Aranerz schmeiße ich doch gleich mal hier oben mit rein. Oder war das unten? Entschuldigung, wo war hier die Uran? Nee, die war hier gar nicht. Die war doch noch ein höher. Nee, ein höher nicht. Nee. Ja, noch ein tiefer. Ja, ich würde es das nächste Mal, wie gesagt, wirklich anders machen. Uranerz. So, dann hau mal raus den Shit. Mach mal Dinge tun. So. Du kannst Sand und. So, jetzt müssen wir einmal kurz mal hoch auch zum Laboratorium. Ja, ups, da müssen wir mal gucken, weil irgendwie macht er hier die letzten Triebwerksgeschichten nicht. Warum? Ah, Eisenstangen. War wieder Eisenstangen. Weil ich habe doch Eisenstangen eigentlich reingepackt. Läuft hier unsere Eisenstangenproduktion? Ja? Ja.
Die läuft. Aber die Bots sind, glaube ich, ein bisschen... Oder ich habe sie gerade nicht eingestellt. Das kann natürlich auch sein. Was ich gesagt habe, Botsies. Macht mal einen kleinen Break. Na gut, ich habe jetzt auch ganz viele Eisenstangen natürlich auch aufgebraucht, ne? Ja, da bist du wieder mal ein bisschen in die Eisenstangenproduktion gehen. Die muss laufen. Ja, ist ein bisschen wenig. Muss ich sagen, weil wir immer so viel Überfluss hatten, auch an Eisenstangen. Ich werde jetzt aber die Eisenstangen mal safe da rein verfrachten. Ja. So, jetzt sollte das doch mit den Punkten. Unser letztes bisschen. Alles haben wir, nur diese hier nicht. So, und dann würde ich auch tatsächlich sagen, Leute, das lassen wir, das machen wir aus, weil wir nicht mehr brauchen, Tatsache. So, dann würde ich auch sagen, dass unsere Bots hier nichts mehr hochbringen sollen. Genau, weil mehr, wie gesagt, brauchen wir hier nicht. Eisenstangen oder so machen wir dann separat. Ich guck mal kurz, ob das jetzt durchzieht da oben. Ach, ich bin da auch so ein Vollpfosten, Leute. Mann, was bin ich für ein Vollpfosten. Wir brauchen das doch hier. Das brauche ich. Das brauche ich gar nicht mehr. Und ich mache hier so einen Quatschkram. So. Mal alles mit. Schmeiß das da mal alles rein. Nur mal so aus Spaß an der Freude. Na gut, jetzt läuft das da natürlich durch. Ne? Ich bin ja auch Experte. Na okay, lassen wir das Expertische mal expertenmäßig sein. Ach Leute, ich blick da hier schon gar nicht mehr durch. So, jetzt funktioniert es aber. Ne? Wir brauchen 80. Zack, zack, zack. Dann würde ich sagen, dann sollen die ruhig. So, was brauche ich? Das brauche ich, das brauche ich, ne? So, ab geht's, Leute. Ab geht's. Macht mal. 6 Stück. Feuer frei. Holt mal, was geht. Und dann machen wir hier nachher Schicht, wenn wir den letzten, das letzte Teil haben. So, jetzt soll es auch laufen. Völlig falsch daneben, ey. So was aber auch. So, jetzt müssen wir mal nach unserem Urangedöns gucken. Damit wir hier wieder richtig Strom haben. Und vor allem, was macht das Stargate? Naja, da fehlt uns natürlich auch jede Menge Materialien. Aber wie viel fehlt denn noch? Vor allem, irgendwie verstehe ich hier die ganze... Ne, 8 Stück. Hä? Oder können die jeweils nur 8 bauen oder was? So. Ganz verstehe ich das nicht. Kann das sein, dass wir uns dann noch eins vom bauen müssen? Was brauche ich denn dafür? Ich weiß es nicht. Weil die scheinen ja voll zu sein, oder? Wartet mal. Bergmann, Transporter, Fabrikator. Moment. Hat jemand mein Schiff gesehen? Da unten. Das müssen wir uns jetzt nochmal angucken. Kommt, Leute. Also wir wissen ja, dass ja nichts passiert. Nö, das wabert bloß ein bisschen, aber... Also ich gehe jetzt mal davon aus,
Oder die 8, das ist halt... Weil uns jetzt Material fehlt. Uns fehlt Polymer, ne? Das andere ist ja nicht so wild. Ich glaube, ich muss tatsächlich noch mal los. Das Holz besorgen. Das ist nicht mehr dolle, was wir hier haben. Ich muss Holz, ich brauche noch Holz. Weil unsere Holzgeschichte, ich finde auch, ich weiß ja nicht, ob das, wie viel man hiervon braucht, Leute. Weil das ist ja, wie Tropfen und so. Da sind die Rinder. Das hier aus. Das scheint einigermaßen zu laufen, so. So, was wollte ich jetzt? Ach so. Ah, nee, du wolltest noch was holen. Polymergedöns war hier hinten bei den Platten. Dieses Graphit meine ich. Das hier. Ist ja was, dann nehmen wir ja mal mit, ne? Können die ja wieder bauen. Ist ja egal. Ich will nur sehen, ob die müssten doch eigentlich das Ding komplett voll machen können, oder? Ja, jetzt fliegen sie los. Ja, wir schlagen mal gemeinschaftlich, weil Holz bekommt ihr ja nicht nur da, sondern wo Wald drauf ist, bekommt ihr natürlich auch Holz, Leute. Habt ihr ja schon gesehen, wenn ich hier, das sind immer 4 Holz, zack. Aber das ist wie mit, sagt mal schnell, wie mit, ich komme ja jetzt nicht drauf. Quarz, mein Gott, Quarz, wie mit Quarz. Das könnt ihr nur manuell abbauen. Noch. Finde ich ein bisschen schade. Sollen sie doch einfach noch gerne noch eine Fabrik von mir aus auch oder andere Bots oder dieser Geier was nehmen und das dann doch einfach einmal abfrühstücken hier. Ah, jetzt läuft das doch auch mit unserem Laboratorium, Leute. Eieieiei. Ja, ich hatte ja noch was anderes vor. Aber das hebe ich mir noch auf. So, ich werde mal das jetzt erstmal schnell... Dass die noch ein bisschen Polymere machen können. Ich will das Stargate auf jeden Fall noch sehen. Ja gut, heute, ich weiß ja nicht, ob wir das hinkriegen. Ja. Hier war die Polymerschmiede. Zack, genau. Ja, ist natürlich klar, dass unser Uran jetzt erstmal woanders wohl hingeht. Nehme ich mal stark an. Aber apropos Uran... Also das läuft schon, aber sehr semi-geil, ja? Eigentlich läuft das gar nicht. Wieso? Nee, alles klar. Ich wollte schon sagen, wieso läuft das da nicht durch? Warum laufen eigentlich hier die Steinblöcke nicht durch? Das verstehe ich ja nun auch nicht so ganz. Aber gut, das sind hier... Ich nehme das einfach mal mit. Die Steinblöcke, weil ich einfach nicht weiß, warum... Kupfererz, das läuft auch nur so. Ah ja, gut, Kupfererz, Eisenerz, das ist halt alles nur... Ich sag mal, in Anführungsstrichen...
Ach nee, guck mal. Ach, ich hab das geblockt, ich Nasenzwerg. Ja, da ist das ja kein Wunder, ne? Ich hab das ja geblockt, alles andere. Entschuldigung. Hab ich gesagt, dass... Warum ist aber das alles da drin? Also das verstehe ich nicht, das verstehe ich nicht. Das ja, das auch, das auch. So. Den Rest habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Macht ich irgendwo Steine? Ach ja, genau. Der macht... Wieso habe ich das ausgeschaltet? Warum ist das... Warum ist das ausgeschaltet? Irgendwas macht er doch Steinblöcke. Ja, das ist klar. Ah. Ja, ja, wartet mal. Das kann er mal darüber gehen. Jetzt weiß ich allerdings gar nicht, warum baut das Ding Wasserstoff? Wollte ich das schon immer so haben? Anscheinend. Anscheinend. Gut, dann lassen wir das mal einfach so laufen. So, aber jetzt müssen wir mal gucken, wo unser ganzes Uran hingeht, weil irgendwie kommt hier nicht so schnell was durch. Kann natürlich sein, dass das hier unten so ein bisschen stockt alles, ne? Weil hier anderes Zeug reingeht. Aber da es sehr wichtig ist, müssen wir uns wohl mal selber drum kümmern. Aber wieso hängt das da schon wieder? Das habe ich doch eben gemacht. Hä? Was ist denn hier? Was ist hier los? Leute, was ist das hier für ein Blödsinn? Schaut mal, das geht nur bis dahin, dann endet die Geschichte. Warum? Warum? Warum macht er das nicht weiter? Das kann natürlich sein, vielleicht ist der Weg zu lang. Aber eigentlich doch nicht, oder? Oder kam das immer noch, weil ich eben gestorben bin und habe vergessen, das weiterlaufen zu lassen? Kann das sein? Kann sein, ne? Es gefällt mir voll gut so. Ne, jetzt stockt das da schon wieder. Ich habe das Gefühl, das Ding trollt mich so ein bisschen. Warum trollt es mich? Oder, vielleicht weil das... Ah, wartet mal, das kann auch sein. Das ist wirklich, weil der Weg zu weit ist und ich habe das ja eben nicht... Pass mal auf, wenn ich das jetzt... Pass mal auf, pass auf, pass auf. So kommen wir auch an unser Uran. Ja, es ist ja immer irgendwas, ist ja immer, ne? Zack. So, ich mach das mal komplett weg. So, okay. So. Dann. Mach mal Klack. Ich hoffe, ich kann das... Oh, jetzt... Echt jetzt... Ja, dann schauen wir mal, ob das jetzt was wird. Es kann sein, dass ich das vorhin von da hinten, dass er das nicht so ganz geschnasselt hat. Naja, umso größer, ne, und so. Also ich würde, nur mal so, also wenn wir mal wieder was machen und durchstarten und was bauen, würde ich keinen Turm mehr bauen, sondern ich würde echt nur eine große Fläche machen und ich würde eine Straße bauen wollen. Nur aus Spaß brauchen wir nicht. Aber ich würde eine Straße bauen für einen Rover, so als Tunnel. Vielleicht mit... So, jetzt, Leute, jetzt geht das aber ab. Und zwar ganz fürchterlich. Und ich sollte mal gucken, ob hier schon irgendwo ein bisschen Uran drin ist. Dass wir mal Dinge tun können, ne? Zack.
Ja, so Straßenverbindung, dass wir in den Rover reinsteigen können, ein bisschen durch die Gegend flitzen können. Aber jetzt läuft's. Ich hoffe, das läuft auch, wenn wir neu starten. Uran. Wo habe ich denn Uran eingebaut? Das würde ich nämlich dann auch gerne lieber in den Uran-Container packen wollen. Guck mal, ich kann die beiden, ja, nur mal so für euch, als Rot-Grün, wegen meiner Rot-Grün-Schwäche, ich kann die beiden nicht auseinanderhalten. Das wird Uran sein, ja. So. Das hier ist bestimmt Gold, ne? Ja. Ich sehe es nicht. Ich kann es nicht auseinanderhalten. Für mich sieht das beides gleich aus. Ist das für euch auch gleich? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. So, ich hoffe jetzt, dass er jetzt loslegt. Und ein bisschen Uranstangen macht. So, was macht unser Stargate? Können wir da jetzt durchfliegen schon? Oder ist das nicht so? Ist das fertig? Ist das nicht fertig? Sieht fertig aus, auf jeden Fall. Sieht fertig aus. Okay, dann würde ich sagen, ich speichere mal. Ja, kommt hier auf unseren LP2. Speicher. Wo ist mein Schiff? Oh. Ich bin gespannt. Da fliegen wir jetzt nochmal schnell durch, so zum Abschluss der Runde. Seid ihr überhaupt dabei? Ja, Ton. Oh Gott. Ich weiß ja nicht, ob man da sowas machen kann. Das sieht doch fertig aus, ne? Kommt erstmal von außen angucken. Also sieht cool aus. Ich bin mal gespannt, was man da machen kann mit. Aha. Okay. Wollen wir das mal damit versuchen? Ich weiß ja nicht, was ich sonst damit machen soll. Das testen wir noch mal durch. Wo ist denn das Ding? Oh, halt, du bist schon zu weit. Stopp. Mal zurück. Wo ist denn das Teil? Da. Entschuldigung. Weiß ja nicht, was man damit machen kann. So, fahren wir mal davor. Ich fahre jetzt mal damit durch. Ja, also, wir haben ein super cooles Stargate. Das sieht ja auch voll nett aus. Aber irgendwie, ja. Ja, wird bestimmt irgendwie so seine. Kriegen wir schon noch raus, würde ich sagen, irgendwann mal. Also im Moment. Es kann natürlich sein, wenn wir irgendwo weiter weg sind. Könnte das vielleicht sein? Okay, das müssen wir gleich. Können wir mal auf der Karte gucken? Nee, so. So, ja, genau. Ich dock da jetzt einfach nochmal wieder an.
Hilfe! Stopp. Also es sieht schon mal gut aus. Das ist doch schon mal klasse, oder? So. Okay. Andock. Ist klar. So shit. Macht er was? Ja, das ist ein Stargate. So, fliegen wir mal wieder zurück auf unsere Position. Und wisst ihr was? Wir können auch gleich die Triebwerke einmal testen. Jo. Die experimentellen Triebwerke. Alter Falter. Was sind das denn? Wir schauen mal, wie die aussehen. Ja, okay. Fährt sie Strom, aber ich denke, die gehen ab wie Schmidts Katze. Ja, Leute, so sehen sie aus. Tja, was soll ich jetzt sagen? Also, wir haben jetzt einen Black Hole, wo ich noch nicht so richtig was mit anfangen kann. Kann natürlich sein, dass man da so Dinge mit tun kann. Bestimmte, ja, mit Sicherheit kann man irgendwo hin, aber vielleicht ist es ja auch noch nicht so richtig implementiert. Aber wartet mal, wir können noch mal runtergehen, obwohl eigentlich kann der ja noch irgendwas tun? Nein. Nö. Da jetzt ins Schwarze. Nö, das Schwarze ist doch. Ich kann mir nur vorstellen, wenn man noch ein zweites findet, dass man da immer hin und her springen kann. Nur ich wüsste bei dem Spiel nicht, warum. Wüsste ich nicht. So. Jetzt ist die gute Frage. Ich gehe mal einmal kurz. Lasst uns einmal nochmal hochgehen. Denn, meine Lieben, ich würde sagen, wir haben alles erforscht. Ja, da. Wir haben alles erforscht. Wir haben alles gebaut. Ja, also bis natürlich die Decals und so Hübschigkeiten und sowas. Hab ich nicht, aber wir haben soweit alles gebaut. Das hier ist auch definitiv irgendwie bei uns auch noch nicht so richtig mit drin. Fusionsgenerator steht, Stargate steht, Hirten, das haben wir alles gemacht. Ich würde sagen, dass ich diese Staffel Astro Colony jetzt beende. Ja, wir haben 73 Folgen. Ich denke, das sollte erstmal reichen. Ich bin auf jeden Fall um einiges schlauer geworden. Ich denke, ich werde vielleicht eventuell nochmal so kleine Tutorials machen, halt zu den Logistikblöcken und so. Weil das ist ja auch nicht so unwichtig. Hier muss ich sagen, ich glaube, das ist ein bisschen effektiver. Wenn wir tatsächlich sagen, bau mal das. Weil das muss ich sagen, das habe ich noch nicht so raus. Ja gut, jetzt ist klar, wegen Strommangel, ne? Dass uns da was fehlt. Das war natürlich ein bisschen blöde. Das muss ich auch einmal wirklich gucken. Ich bin ja noch neugierig. Ist natürlich sehr, sehr geil hier. Aber wie gesagt, ich denke, wir haben soweit alle Produktionen am Laufen. Produzieren alles, mehr oder weniger. Genau, Holz ist hier am Start, ein bisschen. Moment. Achso. Ich muss einmal, das müssen wir natürlich noch gucken. Hier geht natürlich Uran, geht hier, nee, das sind Uran oder ist das Eisenstäbe? Uran.
Weil Uran geht weiter bis hierhin, bis wir die 100 voll haben. Genau. Aber Uranstäbe gehen doch noch eigentlich auch noch woanders hin, ne? Eigentlich sollten die Uranstäbe jetzt ja noch woanders hingehen. Naja, gut. Das sind dann halt so kleine Sachen. Da habe ich natürlich ein bisschen gepennt. Ah ja, genau. Die Uranstäbe gehen alle hier rein. Passt mal auf. Ich hoffe, dass das jetzt so geht. Ey, will der mich trollen? Warum hat der denn eigentlich nie zugemacht? Wir haben ja noch voll Uranstäbe. Ja, aber das sind dann halt so Sachen. Leute, wisst ihr, uns geht der Strom aus, aber es quillt alles übrig. Ja gut, ich hätte ja auch mal in die Dings gucken können, ne? Aber da seht ihr mal, das sind dann halt so diese kleinen Sachen, die wo das dann noch ein bisschen zwickelt und zwackelt und habt ihr nicht gesehen. So, warum hat der nicht zugemacht? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das mit dem Holz ist logisch. Ah ja. Gut, spielt jetzt auch soweit keine Rolle mehr. Ich will nur einmal sehen, wie unsere Mascherin nochmal anläuft, weil das war ja sowieso auch hier unten bei unserer Stromkrams. Gut, von den Dingern könnte man jetzt noch mehr aufbauen. Ist für mich auch tatsächlich das erste Mal, dass ich wirklich alles gebaut habe. Also die ganzen Maschinen alles gebaut. Und auch alles erforscht habe. Gut, das Ding, wie gesagt, ich denke, das ist, wenn man mehrere Teile hat, vielleicht kann man dann hin und her springen, ich weiß es nicht. Ja, guck mal hier, da geht alles auf und jetzt läuft's. Jetzt wird hier richtig voll gemacht, die Gurke. Wollen wir uns das noch einmal hier zum Schluss angucken, weil das finde ich, das ist so typisches Ding, was wirklich... gut gelaufen ist. Natürlich würde ich viele Anordnungen anders machen. Ich würde hier hinten... Also das mit den Blueprints finde ich sehr cool. Das gefällt mir sehr gut. Mit dem Kranz, wie gesagt, ich würde das nächste Mal etwas anders machen. Das nächste Mal wird kommen, Leute, weil mir das Spiel unwahrscheinlich... Da ist voll ein Loch drin, guckt mal. Weil mir das Spiel unwahrscheinlich gut gefällt. Es bringt unwahrscheinlich viel Spaß. Es ist nicht ganz so... heftig wie, wie heißt das, Stasis Faction oder Factory oder, na, ihr wisst höchstwahrscheinlich, was ich meine. Ist ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger, ein bisschen angenehmer. Ist ja auch immer noch im Early Access. Das hier gefällt mir auch sehr gut. Würde ich dann allerdings nur schneller auch aufbauen in Sachen schnellere Förderbanner. Allerdings, ja gut, kostet natürlich auch immer. Jetzt sind wir natürlich dabei, eigentlich hapert es ja an nichts. Man muss halt bloß immer am Ball bleiben, ne? Ja. Ja, tatsächlich, eins kann ich euch nochmal ganz schnell sagen. Wobei, wie gesagt, ich werde nochmal, glaube ich, so eine Erklärfolge machen. Aber das wollte ich euch gerne noch einmal sagen. Und zwar, Pfade? Nee, wo waren die denn? Da, Logistikblöcke. Und zwar dieser Arithmetik. Es ist tatsächlich so, er berechnet nur. Habt ihr, sag ich mal, da 3 oder 4 Kisten, dann könnt ihr das rausrechnen, was da drin ist. Also, wenn da jetzt Kohle drin ist, dann da sind 100 Kohle drin, da sind 200 Kohle drin, sind 300 Kohle drin oder so, dann rechnet er euch das halt zusammen und dann wisst ihr, wie viel ihr da drin habt und wo ihr Zugriffe drauf habt. Ich wüsste jetzt nicht, wofür ich ihn verwenden sollte, kann ich euch nicht sagen. Aber, ja gut, viele brauchen es vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht finden wir es raus in der nächsten Folge, in der nächsten Staffel mal hier oder so. Oder ich mache noch, wie gesagt, im Erklär-Let's Play, in einem kleinen Erklär-Tutorial-Krams oder so. Ich muss mal gucken, ob ich da sowas mache. Lust hätte ich aber schon, bei so bestimmten Sachen.
einzelne Komponenten noch mal genauer erklären, die dann wie so eine kleine Uncut-Folge aussehen, ne? So, ja, aber ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein hier für Astro Colony. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, dass ihr dabei wart bis zum Schluss. Und wir haben doch auch alles gebaut, ne? Lasst mich nur noch einmal reingucken. Ja, das ist alles da. Gut, Rover, kann man jetzt noch mitspielen. Ne? Kann man Straßentunnel bauen. Ihr seht ja, was man machen kann. Ich habe ja wirklich hier nur absolute Standardgeschichten gebaut. Das ist ja alles lächerlich. Ja, das haben wir alles gebaut. Wir haben alles. Also, alles Wichtige mit am Start. Ja, und ihr könnt hier richtig Einform machen, ne? Blueprints, sehr geil. Würde ich das nächste Mal auch viel, 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 viel früher mit angehen. War cool mit den Bots. Das da hinten wird halt so sein, dass die mit dem Asteroiden Probleme haben. Den hätte ich weiter rausziehen müssen hier. Müsste man neu machen. Ja, aber ansonsten. Tja. So, also. Hier unsere grüne Plantage, sehr cool. Aber warte, komm, das machen wir noch zu Ende. Passt auf, passt auf, passt auf. Ich kann ja hier nochmal noch ein paar Schafe mehr machen. Hoffe ich. Ach, da fehlt. Ja, alles klar. Da fehlen Aluminiumplatten. Gut, dann machen wir es nur so. Okidoki. So, ja, jetzt haben wir unseren grünen Streifen. Ja, war ja auch, ich fand, war mal eine ganz nette Idee. Würde ich so das nächste Mal, wie gesagt, auch nicht mehr machen. Türmchen, es ist schick. Auch mir gefällt's. Ich fand's cool. Auch mit dieser langen Andock-Geschichte hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Gut, ist nicht ganz zentriert. Hätten wir noch weiter rausgehen können. Da hinten sind auch Überbleibsel von uns. Hier das Stargate, wie gesagt. Gut, also in dem Sinne, meine Lieben, schönen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut, euer Maruk. Wir sehen uns hoffentlich in anderen Projekten. Na, im Moment läuft noch LS22 und ich habe noch eins am Start, aber das produziere ich massiv vor. Also, gut. Macht's gut. Ciao. Bis zur nächsten Season.